bin Karin von Ballplanet. Wir wollen heute mit euch eine Stunde rund um den Handball machen. Also wir brauchen auf alle Fälle einen Ball und am besten einen Ball, der auch springen kann, den wir nach unten werfen können und der wieder halt locker hochkommt. Ja, ansonsten eine Zeitung als Markierung wäre noch wichtig. Und ja, ansonsten geht es um das Thema Handball. Erstmal wieder den Umgang mit dem Ball kennenlernen. Wie kann ich den werfen, runterwerfen, fangen? Das ist heute unser Thema. Und wir starten natürlich mit unserem Begrüßungsspruch. Paul, mach mal mit. Mal gucken, ob ihr den noch kennt. Oder ihr kennt den hoffentlich noch. Und wir starten. Wir grüßen den Himmel, machen uns ganz groß. Genau. Und wir grüßen die Erde. Denkt dabei dran, dass ihr versucht, eure Knie lang zu lassen. Jeder so weiß, wie er runterkommt. Gott halte. Wir grüßen den Mond. Arsch rund. Wir grüßen den Halbmond. Zur linken Seite. Und einmal zur anderen Seite. Ja, wir grüßen die Sterne. Greifen schön nach oben. Strecken uns. Sozusagen auch. Das sind die Sterne. Wir grüßen die Blumen. Atmen doch. Kann man noch nicht im Frühling riechen. Wir grüßen die Vögel in der Luft. Genau, Arme schön bewegen in der Seite. Ja, wir grüßen den Baum. Kannst du mich bitte loslassen? Versuch mal auf einem Bein zu stehen. Wer es schon schafft, kann auch gerne. Aber nur wer sicher steht. Das Ganze versuchen wir auch auf dem anderen Bein. Ja, Paul steht noch nicht sicher. Geh mal alleine kurz. Genau. Okay. Wir grüßen das grüne Gras und mal nach vorne fallen lassen. Und alle Kinder, Bewegung macht uns Spaß. Einfach mal loslegen. So, unsere erste Stunde wird sich dem Handball wieder widmen. Wir haben dafür auch ein Ball gemacht. Den brauchen wir erst in der zweiten. Bitte schön. Hier habe ich auch einen. Und wir wollen erstmal wieder den Umgang mit dem Ball so ein bisschen wieder ins Näher bringen. Und bevor wir natürlich erstmal wieder loslegen mit dem Ball, geht's los mit einer kleinen Erwärmung. Paul, zuhören. Und zwar, ihr sollt aus euren Zimmern oder aus all euren Zimmern, die bei euch in der Wohnung oder im Haus sind, jeweils einen Gegenstand holen, einen typischen Gegenstand. Paul macht es auch mit, auch wenn wir uns hier auf dem Tennisplatz befinden. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und dann sage ich nur, auf die Plätze, fertig, los. Und aus dem ersten Zimmer holt ihr einen Gegenstand. Und wir versuchen mal zu erraten, welches das Zimmer ist. Und los geht's! Paul flitzt los. Und da ist er auch schon wieder. Aus welchem Zimmer könnte er das sein? Könnt ihr sehen, was es ist? Das ist eine Quietscheente. Na klar, aus dem Badezimmer. Legen wir hin. Jetzt schnell los und holt das nächste. Ich hoffe, ihr seid auch soweit. Bei uns geht das ein bisschen schneller, weil die Wege nicht so. Ihr auch wieder da seid. Was ist denn das, Paul? Ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier. Wo finden wir ein Kuscheltier? Im Schlafzimmer. Schlafzimmer? So, nehmen wir das Schlafzimmer der Kinder. Okay, stell mal. Flitze wieder los. Versucht mal dabei, ganz schnell zu sein. So schnell wie ihr könnt. Oh, was ist das? Kochen, natürlich aus der Küche, selbstverständlich. Ich hoffe, ihr habt auch was Tolles aus der Küche gefunden. Flitz nochmal los, was haben wir noch? Oh, was ist das? Spiele. Spiele, okay. Spiele sind bei uns zumindest zu Hause, wir lagern die im Wohnzimmer, damit wir sie immer griffbereit haben. Also das wäre jetzt bei uns aus dem Wohnzimmer.
Und dann würde ich sagen, was würde denn noch fehlen? Wir haben das Bad, wir haben die Küche, das Schlafzimmer. Ein Kinderzimmer zum Beispiel. Was finden wir daraus? Ja, genau. Wir haben eine kleine Playmobil-Figur und ein kleines Auto. Spielzeugteil aus dem Kinderzimmer. Für die Mädchen und für die Jungs. Okay, legen wir alles hin. So, das war erstmal im langsamen Durchlauf, das Ganze. So, jetzt muss Paul wissen, wo die ganzen Sachen her sind. Du bringst sie ganz schnell wieder in jedes Zimmer zurück und ihr natürlich auch. Diesmal ohne Pause, sondern zügig durchrennen. Ganz wichtig eigentlich noch, wir brauchen auf alle Fälle Turnschuhe. Wir sind ja hier in der Sportstunde, also habt wirklich Turnschuhe an, lockere Kleidung. Und dann kann jetzt losgehen, auf die Plätze, fertig, los, einzeln nacheinander alles wegnehmen. Und los geht's. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen anstrengen. Das ist wieder ein bisschen um uns aufzuwärmen. Wenn wir ins Rennen kommen, dass unsere Muskulatur warm wird. Aber das kennt ihr ja auch. Einzeln. Genau, immer schön einzeln wegbringen. Also wirklich durch das ganze Haus, durch die ganze Wohnung laufen und alles wieder wegbringen. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gut angestrengt und fahrt schnell wie der Blitz. So, reicht uns das schon? Sind wir warm geworden? Ja. Erstmal nur ein bisschen. Dass wir halt nicht nur vorwärts laufen, machen wir das Ganze mal rückwärts und du holst aus zwei verschiedenen Zimmern zwei Gegenstände. Fertig, ganz im Rückwärts laufen. Genau. Achtung, da liegt was. Jawohl. Passt natürlich auch da wieder auf, dass ihr eventuelle Treppenstufen. Da kann sich da umdrehen. Denkt daran, aus zwei Zimmern, zwei von einem Gegenstand holen. Einzeln. Genau. Das war aus dem Kinderzimmer. Oder aus dem Schlafzimmer, besser gesagt. Und das war die Ente aus dem Bad. Genau. Okay, reicht schon. Wir wollten nur aus zwei Zimmern was holen. Kommt wieder zurück. Jetzt bringen wir das natürlich wieder zurück. Schafft was mit Seitwärtsschritten. Macht die mal hier hin und her hoch. Von der Linie bis zu der Linie. Und guck mal in die Kamera. Nee, dreh ich mal um. Jawohl. Und Seitwärtsschritte. Genau, das sind schöne Seitwärtsschritte. Achtet drauf, dass ihr schön wirklich seitwärts bleibt. Die Fußspitzen zeigen quasi zu mir. Und jetzt darfst du ganz schnell wieder wegbringen. Eben seitwärts schritt. Und hier noch erst kommt wieder zurück ins Bad. Eben seitwärts schritt. Super, gut gemacht. So, dann mal vorwärts, rückwärts und ein bisschen seitwärts. Ich würde sagen, das reicht ein bisschen zum Aufwärmen. Wir machen jetzt noch ein bisschen was auf der Stelle. Dazu knien wir uns hin. Wir machen eine kleine Gymnastik, weil jetzt haben wir uns schon ein bisschen erwärmt und jetzt wollen wir uns auch ein bisschen dehnen, sozusagen, oder ein bisschen regeln, dass unsere Muskeln und Gelenke. Wir spielen das Samenkorn. Als erstes, das Samenkorn schläft tief in der Erde. Ganz klein sind wir. Klein. So. So langsam wird es wärmer, die Sonne scheint, der Schnee schmilzt und das Samenkorn kommt ganz langsam nach oben. Es wächst.
dem Boden. Erster Kopf ganz gerade, Rücken ganz gerade. Genau. Der Wächst der Stängel. Wachsen und die Sonne scheint wieder. Und dann kommen langsam die ersten Blütenblätter raus. Die Blätter entfalten sich. So, genau. Die sind ganz lang und groß. Und sie recken sich zum Himmel entgegen. Wir stellen uns vor auf Zehenspitzen. Wir wollen ganz groß wachsen. Genau. Versuchen mal auf Zehenspitzen stehen zu bleiben. Blätter zum Vorschein, da bewegen wir jetzt die Arme. So. Und jetzt sind wir schon eine ganz schön stolze Pflanze. Auf einmal kommt ein Sturm und bewegen uns hin und her. Wir versuchen mit den Füßen mal fest zu bleiben. Die Füße bleiben fest. Und wir wackeln trotzdem hin und her. Dann wird immer doller. Der Sturm wird immer mehr, immer mehr. Versucht mit den Füßen schön fest zu bleiben. Und der Oberkörper, der wackelt in alle Richtungen. Genau. Super. Der Sturm, wir können wieder schön wachsen. Und eine große Blüte kommt hervor und streckt sich Richtung Sonne. Schön hoch. Nochmal schön auf die Zehenspitzen gehen. Das ist sozusagen Sommer. Herbst, da verwelkt wieder alles. Die Arme gehen nach unten. Die Blätter fallen. Der Stängel verwelkt. Wir werden wieder ganz klein. Ganz klein. Und sind verwelkt. Nächstes Jahr wachsen wieder welche. Genau. Wir haben ja noch unsere Samen. Genau. Okay. Super. Das war unser Samen. So, wir schnappen uns den Ball. Okay. So, also erstmal wieder, um den Ball kennenzulernen. Ihr kennt das. Was kann man alles mit dem Ball machen? Ich kann ihn hochwerfen. Paul versucht auch mal ein paar Dinge. Genau. Bewegt euch mal einfach den Raum. In eurer Wohnung, so viel Platz wie ihr habt. In eurem Haus. Und guckt mal was an. Könnt ihr es auch gerne im Garten oder im Hof machen. Ja. Kann man auch mit dem Ball sitzen. Und der Ball kreist um den Körper. Kannst du das auch? Genau. Und wir rennen mal vor und zurück. Und der Ball kreist um den Körper. Oder wir von einer zur nächsten. Und vor und zurück. Genau. Und mal wieder ein bisschen. Herlaufen. Genau. Super. Boom. Boom. So, jetzt wollen wir ein bisschen was Zielfeld machen. Ich denke mal, eine Zeitung hat jeder zu Hause. Ja. Da legen wir uns ein Ziel hin. Nee, wir gehen mal ein bisschen weiter hin. Bis so ungefähr zur Linie. Ihr könnt euch gerne wieder ein bisschen weiteren Abstand dazu in einem anderen Raum begeben. Wir wollen den Ball immer auf unser Zielfeld ablegen und wiederholen. Als erstes ganz schnell Ball auf das Feld ablegen und wieder zurück ganz in den Lager. Okay? Und los geht's. Genau. Und wieder ab. Und wieder zurück. Hand frisch vorwärts laufen. Machen wir ganz schnell. Dreimal nacheinander. Genau. Wenn ihr schon gerne einen weiteren Weg suchen könnt. Und noch einen. Jawohl. Sehr schön. Okay. Das Ganze versuchen wir natürlich wieder mit rückwärts. Schaffst du es bis zur Zeitung rückwärts zu gehen? Ja. Fangen wir erstmal langsam wieder ein bisschen an. Machst du schon ein bisschen langsamer, dass du die Zeitung auch triffst. Und wieder
Rückwärts halt mal machen. Rückwärts? Jawohl. Und wieder umdrehen. Ich kann es auch noch ein bisschen schneller zu werden. Achtung, nicht drüber stolpern über irgendwas. Genau. Und wieder rückwärts. Und nochmal rückwärts. Einmal am Abdrehen. Der Ball wird erstmal getragen und wieder ab. Super. Und nochmal rückwärts. Genau. Letzte Aufgabe, wir gehen in den Hauptsalon. Geht da auch noch. Schön die Arme mitnehmen und dann holen wir den Ball und gehen wieder zu unserer anderen Markierung. Nee, nehmen wir mit. Hopsalauf. Hopsalauf. Genau. Hopsalauf. Und die Beine befestigen. Genau. Und dann wieder ablegen. Im Hopsalauf, Hopsalauf, Hopsalauf. Hopsalauf. Und wieder zurück. Hopsalauf. Ball nehmen. Ball festhalten. Und noch einmal. Hopsalauf. Genau. Und noch einmal. Na, das war fast der Hopsalauf. Genau. Okay. Wieder zur Ausgangslinie zurück. Jetzt wollen wir das versuchen. Wir lassen unsere Markierung weiterhin dabei. Jetzt wollen wir versuchen, den Ball nach unten zu werfen und wieder zu fangen. Fangen wir langsam an. Legen den ab. Legen ab den Ball. Genau. Und wieder zurück. Jetzt mal wieder rein. Los geht's. Ball wiederholen. So. Und wieder zurück. Genau. Und gleich wieder zurück. Jetzt umrundest du mal die Zeit mit dem Ball. Und versuche mal runter zu werfen und zu fangen. Richtig runterwerfen, dass er wieder hochspringt. Und wieder bis zur Linie. Nochmal mit. Also, rum, rum. Und dann gehen wir wieder zur Linie und der Ball. Jetzt wird mit einer Hand runtergeworfen und mit beiden Händen fangen. Nochmal. Mit einer Hand runterwerfen, um unsere Markierung rum und wieder zurück. Wichtig, versucht mit beiden Händen fest den Ball zu umklammern, dass ihr den fest in der Hand habt. Okay. Was kann man noch mit dem Ball machen? Wir können ihn natürlich auch nach oben werfen. Also hochwerfen und wieder fangen. Ganz hochgeworfen. Wenn wir den so hochwerfen, dann werden wir auch runterwerfen, aufkommen lassen, fangen. Runter, aufkommen. Hoch, runter, kommen. Fangen. Paul kommt gleich mal wieder zurück. Ich mach's dann schon mal vor. Wieder um die Markierung herum. Schaffen. Und wieder zurück. Jetzt versuchst du es mal. Genau, super. Jawohl. Drumherum. Oh, der war wieder weit weg. Und wenn das schon ganz leicht war, der kann das natürlich auch im Laufen machen. Ihr seht schon, der Paul ist schon fix dran. So, jetzt hatten wir das Hochwerfen, das Runterwerfen. Jetzt wollen wir auch noch das Dribbeln versuchen. Das Dribbeln. Wir versuchen von immer wieder von oben auf den Ball drauf zu schlagen. Das können wir auch gerne erstmal im Stehen machen. Ruhig 3-4 Mal versuchen. 1, 2, 3. Dann nehmen wir das mal an. Dass wir den sicher wieder haben. Und dann geht es wieder von vorne los. Und wenn das ruhig so 2-3 Mal funktioniert, super, sehr schön. Wir wollen erstmal wieder reinkommen. 1, 2, 3, 4.
Und wer es schon etwas länger kann, der kann das auch mal mit der anderen Hand versuchen. Weil ich weiß, einige von euch, die waren da schon sehr sicher drin, die können das auch gerne mit der rechten und linken Hand schon versuchen. Okay, das war erstmal zum Umgang mit dem Ball. Eine Kleinigkeit. Machen wir noch ein kleines Treffspiel. Ah, du kannst mal noch deine Eule holen. Hol mal deine Eule bitte. Ja. Aber nicht schon mitmachen. Also, es könnte auch. Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja auch noch ein bisschen ins Werfen kommen. Wir versuchen mal, entweder sucht ihr euch noch einen anderen Ball oder eine Eule, also bei uns ein Kuscheltier, kann auch ein Kissen sein oder was ihr habt, was ihr natürlich mit dem Ball umwerfen könnt. So, dann ein bisschen Abstand und wir versuchen mal, versuchst du mal, nimm den großen, den Handball. Denk beim Werfen bitte dran in die Schrittstellung. Wenn ihr mit rechts werft, ist euer linkes Bein vorne. Das hinteres rechte ist nach hinten. Wir werfen aber, dass der Ball am Kopf vorbeigeht und dann mit langen Armen, dann mit der Ball losgeht. Versuch mal deine Eule umzuwerfen. Ich versuch mal mit dem Ball. Muss ich natürlich schneller den Ball holen? Denn ich stehe hier! Denk mal wieder dran, wie wir stehen. Genau. Meine Eule. Wenn wir rechts werfen, ist das linke Bein vorne in der Schlitze. Frieda, gib mir das. Wir mal versuchen. Und so könnt ihr auch die Abstände mal ein bisschen weiter ran. Oder wenn ihr sicherer seid, ein bisschen weiter zurück. Schrittstellung immer beachten. Und der Ball ist nicht hier oben, der ist immer hinter euch. Geht am Kopf vorbei und dann werfen wir. Jawohl. Frieda, darf ich bitte? Das können wir ein paar Mal hin und her machen. Das war meine Schwester. Ein paar Mal versuchen. Vertraut zu machen und zum Schluss machen wir unseren Abschlussspruch. Nein, wir sitzen. Wir sitzen schön mit langgestreckten Beinen, lang die Arme nach oben, dass der Rücken wieder schön gerade wird. Und dann zählen wir. 1, 2, 3. Die Stunde ist vorbei. 4, 5, 6. 7, tschüss, ihr Lieben. 8, 9 und 10, ihr dürft gehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.